Es geht los. Bosskampf gegen Gizamaluke. Im Monatsend Gizamalukes Grotte. Gegen Gizamaluke. Wait. Das heißt auch, es ist Cloud Zeit. Wieder ein kleiner Dieb unterwegs. Zwar diesmal ohne totale Abwehr. Oh, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ohne die schöne totale Abwehr. Hallo, Gizamaluke. Blaumagie. Kann ich verschwinden? Auch auf. Kann ich auf andere? Dann machen wir es erstmal auf Zarok. Der klaut jetzt eine Runde. Freier springt eine Runde. Schwarzmagie. Ich hoffe, Gemach funktioniert. Ich probiere es einmal aus. Filzhut geklaut. Wasser gegen den richtigen und jetzt. Wow. Moment, da Kugelblitz. Klaus nochmal. Blitz. Ne, Gemach. Blitz kommt gleich. Gemach. Hoffentlich klappt das. Ja, es klappt. Wunderbar. Kugelblitz. Schwarzmagie, Blitz. Schöne Sache. Sehr imposante Attacke, wenn sie denn funktioniert. Fail. Na! Diebstahl fehlgeschlagen. Speer. Bums. Ja, komm, greif mal so an. Du klaust weiter. Ich hätte vielleicht warten sollen. Water! Gegen Quina. Nicht ganz so schlimm. Mach mal Dragomere. Lala, wozu habe ich's denn? Blitz! Überschall! Was macht das? Überschall auf. Vivi und Vivi verfehlt. Gut, Blitz. Wumms. 500 Schaden, was zum. Elixier geklaut, du hast doch bestimmt noch irgendwas. Dragomere. Wump. Greif weiter an, du klaust weiter. Tackle, es ist tatsächlich ein Pokémon. Oh mein Gott, es ist kein Tackle. Nochmal. Warte, was machst du? Wasser. Wie viel Schaden macht das an Vivi? Ach, der Dragomere. Blitz. Yay. Das läuft gut, das läuft gut, das läuft gut. Wump. Und Zarok? Ne, erstmal Tackle. Ich glaube, es ist Zeit, mal ein bisschen zu heilen. Eine Potion mal auf Quina. Die Schaffee, du hast noch was, du Sau. Ich mach mal vorsichtshalber ein Verschwinden auf Zarok. Du klaust noch mal. Ich habe Ares Lupin eigentlich drin. Du. Wow, was hast du so? Ach, das Gemach ist weg. Fuck. Muss ich gleich mal neu zaubern. Potion. Verschwinden. Verschwinde mal, Zara. Und tschüss. Nur die Waffe schwebt in der Luft. Yay. Yeah. Zauber, Gemach. Mal bitte wieder, der wird mir ein bisschen schnell. Diebstahl fehlgeschlagen. Du hast doch mal nicht noch was Gutes. Aber was? Aber irgendwas noch, was ich später bekomme, also wäre nicht ganz so schlimm. Mach mal Verschwinden, aber Freier. Du klaust weiter. Mach jetzt mal ein bisschen mit Verschwinden arbeiten, habe ich auch noch nicht so wirklich gemacht. Dann machst du mal eine Potion auf dich selbst. Gemach, immer schön Gemach. Schön langsam, mein Freund.
So. Wer macht Überschall auf? Jum, 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 wieder auf Vivi und Vivi. Verfehlt. Haha, verfehlt schon wieder. Sammel dich mal. Ja, sammeln. Freya verschwindet, obwohl das ist sinnlos. Ich. Obwohl, naja. Was habe ich jetzt eigentlich eingestellt mit Freya? Diebscher Fegel. Hallo. Potion. Stimmt, Potion sollte sie benutzen. Blaumagie. Mach mal Krötenfalle, habe ich gerade Bock drauf. Tackle. Bums. Macht ziemlich viel Schaden schon, ganz ehrlich. Item, Potion. Sammeln. Dadurch werden die Magieangriffe etwas stärker. Krötenfalle. Bums. Ach, nicht wirklich Schaden. So, dann machen wir mal einen Blitzzauber. Überschall. Auf. Quina. Was ist das? Schweigen. Habe ich gerade was geklaut? Oder habe ich gerade nichts... Fuck, ich weiß gerade nicht, ob ich was geklaut habe. Moment. Und... Quina, du wirst jetzt mal zum Heiler um... What the fuck, wer kriegt den meisten Schaden? Wer kriegt den meisten Schaden? Wer kriegt den meisten Schaden? Halt ich mal eben kurz selbst. So, Blitz. Der Blitzzauber dürfte jetzt ganz gut reinhauen, oder? Ne, nicht wirklich. Das Sammeln hat nichts gebracht. Diebstahl fehlgeschlagen immer noch nicht. What the fuck? Halt ich mal selbst. So. Machen einmal eine Heilrunde. Ich will das Item haben. Du heilst dich auch mal selbst. Du klaust eine Runde. Na komm. Wasser auf. Alle wieder. Jetzt geht er in den... Da trauen wir uns mit ihm. Freier mal. Potion auf Quina. Halt euch mal gegenseitig und hoffentlich bringt das jetzt irgendwas, sonst wäre eigentlich nicht so schlimm, wenn die Trance verschwendet wäre. Also wäre jetzt nicht ganz so tragisch, ganz ehrlich gesagt. Liebster fehlgeschlagen. Leck mich. Potion. Item Potion. Auf Zauberwerk. Und du klaust nochmal, das ist mir scheißegal, Rat die Trance, ganz ehrlich gesagt. Obwohl eine schöne Attacke würde ich ja gerne starten. Du kannst mal angreifen. Der Typ ist mir eindeutig zu schnell geworden. Ja, ist ja gut, du. Hey, Potion auf dich. Du kriegst mir zu viel Schaden, mein Fräulein. Kritisch 720 Schaden. Okay. Hat sich erledigt, das war's mit dem Kampf. Naja, ich hätte gern gewusst, was das letzte war. Muss ich mal nachsehen. Ich glaube nicht, dass es so extrem selten gewesen wäre. Na, nicht auf CD1. Wäre vielleicht nützlich gewesen, aber ich hätte es später wahrscheinlich noch gekriegt. So. Wenn schon gemeistert, ein Zelt gekriegt. Schön. Jetzt haben wir, glaube ich, gleich einen Szenenwechsel, ne? Mal sehen. Wenn schon Giza Maluke von Sinn ist, dann verheißt das nichts Gutes. Der König ist in Gefahr. Ja. Und jetzt sind wir... Dum, 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 dum. Oh, dieses Geräusch kennen wir. Steiner. Und wo sind wir denn hier? Große Zitadelle, Südtor. Hinter diesem Südtor liegt unser Königreich Alexandria. Aber wo ist die Prinzessin? Wir haben nur Steiner. Und Steiner ist Level 6. Und Steiner... Warum hast du den nicht an? Hast du dann...
Egal, Steiner wird jetzt erstmal ein bisschen ausgerüstet. Wir brauchen erstmal keine Kämpfe, du kannst noch das tragen. So. Zu kurz geratene Wache. Achso, die zu kurz geratene Wache. Was ist, was bist du denn für einer? Was willst du an einem Ort wie diesem? Mir kam zu Ohren, dass noch Arbeiter für die Wiederaufbau des Südtores gebraucht werden. Für Unterkunft und Verpflegung werde gesorgt, hörte ich, und so habe ich gleich meine 7 Sachen gepackt. Ei, wenn das so ist, dann sag das doch gleich. Nach dem Vorfall laufen die Reparaturen nun schon seit längerem, aber sie werden einfach nicht fertig. Aber wir müssen vorher dein Gepäck durchsuchen. Ist nichts Persönliches, gehört nur zu den Vorschriften. Aus Sicherheitsgründen musst du aber 5 oder 6 Schritte zurückgehen. Gehört auch zu den Vorschriften. Das war einer. Das reicht schon. Nicht für ungut. Egal. Gehört auch zu den Vorschriften. Wir können uns ja derweil ein wenig unterhalten. Jetzt sind mir die Hände gebunden. Wir müssen unsere Kontrolle verstärken, weil nach einem jungen Mädchen und einem Mann mit mittleren Alters gefahndet wird. Mann, was ist denn das für ein Mörderknoten? Und angeblich soll dieses junge Mädchen der Prinzessin von Alexandria verdammt ähnlich sein. Endlich habe ich den Knoten aufgekriegt. Aber es ist doch die Tochter von König Bran, oder? Ich kann gar nicht glauben, dass sie hübsch sein soll. Hm? Was zum Ranzing ist denn das? Mit meinen langen Beinen, was ist denn dieser ekelhaft gestanden, doch nicht etwa Gift? Was hast du damit vor, du Wahnsinniger? Sprich! Gestank, bedauere, etwas Stinkendes ist nicht in meinem Besitz. Ach, das sind doch diese Dinger, die du nicht magst. Eine Spezialität Lindblums, die berüchtigten Schweißgurken. Aber gleich einen ganzen Sack voll ist schon heftig. Es ist meine Lieblingsspeise, ohne sie bin ich morgens beim Frühstück völlig aufgeschmissen. Schon gut, schon gut. Du darfst passieren. Und vergiss ja deinen Sack Schweißgurken nicht. Ich bin auch euch äußerst da. Okay, wir nehmen unseren Sack mit Schweißgurken, in Anführungsstrichen. Schönen Dank. Und wollen mal weitermachen hier. Ja.